heute mal ein kurzes Video über die Fender Select Pickups für Stratocaster. Die Fender Select Pickups wurden in den Fender Select E-Gitarren aus den USA verbaut. Diese kosteten so um die 2000 Euro, werden auch heute noch recht hoch gehandelt. Und diese Pickups haben etwas Besonderes und davon will ich euch jetzt kurz was erzählen. Standard bei Pickups für Stratocaster ist, dass der mittlere Pickup andersrum gewickelt ist, sogenannt Reverse Wound, und die Pole der Magneten auch andersrum sind. Das ergibt in den Positionen 2 und 4 einen brummfreien Sound. Das ist Standard, und was auch Standard ist, dass eigentlich vom Neck her abwärts Richtung Bridge die Kilo-Ohm-Zahl zunimmt. Und bei diesem Pickup-Set ist alles anders. Was auffällt, ist, dass sie wie in den alten Tagen enamel-coated sind, nicht poly-coated wie heute viele, und laut den Specs eigentlich alle drei Tonabnehmer dieselben sind. Alle drei haben einen Widerstand von 6,7 Kiloohm, alle haben 3 Henry als Inductance, und auch der mittlere ist nicht umgekehrt gepolt und ist nicht reverse wound. Also wirklich wie in den Anfängen, wo die Stratocaster noch einen Dreiwegeschalter hatte, und das macht diese Pickups vom Klang her doch recht besonders. Obwohl alle drei Pickups gleiche Windungszahl haben, gleiches Output, alles eigentlich gleich ist, durch die Position des Bridge-Pickups der Ton doch schon, geht ja schon in Richtung eines Humbuckers, wobei vom Charakter her alle drei gleich sind. Weiß nicht, ob man das dann calibrated nennt, aber das ist wirklich eine ganz interessante Sache. 290 Euro neu, glaube ich, gibt es ja auch gar nicht mehr, würde ich nicht ausgeben, aber es gibt genug Leute, die schmeißen die aus den teuren Stratocastern raus und setzen sich in irgendwas anderes rein und verkaufen dann den Satz für. Also für unter 100 Euro kann man zuschlagen. Also ich denke mal, eine ganz klare Empfehlung, ein guter Set. Thank you.